So, meine Freunde, wir kommen bei einem neuen Video. Wir haben was ganz Leckeres gefunden, und zwar Lidl-Schuhe, die wir heute testen zum Skaten. Preislich bewegen wir uns hier bei 17,99 €. Und ja, ich werde die jetzt mal an meine Füße dran schmeißen und dann geht's los. Erstmal 100 Kickflips und dann sehen wir mal, ob die noch da sind und ob wir da noch eine Session dranhängen können. Bis gleich. Willkommen zu dem Fazit von den guten Lidl-Skateschuhen, die keine Skateschuhe sind. Wir haben jetzt 100 Kickflips gemacht, 5 Double Kickflips noch dran gehangen. Dementsprechend sehen die jetzt so aus. Hier vorne ist es eine Vollkatastrophe. Und ja, die Sohle ist tatsächlich so aufgeplatzt hier. Ja, was soll ich dazu sagen? Also Federung ist hier fehl am Platz. Meine Ferse tut jetzt auch weh. Die 17,99 € für diesen Schuh sind hier fehl am Platz. Also tatsächlich, wenn ihr irgendwo mal skaten seid und ihr habt keine Skateschuhe und ihr seht einen Lidl, ja, in dem Fall der Spruch Lidl lohnt sich. In dem Fall leider nicht. Kann ich also nicht empfehlen, die Dinger. Dann skate lieber mit irgendwas anderem, aber nicht mit den Dingern, weil die halten wirklich nur einen Tag, wie ihr sehen könnt. Und das auch nur die Kickflips. Also wenn ihr noch mehr unterwegs seid, noch mehr Tricks macht, dann könnt ihr die komplett in die Tonne schmeißen. Und das Schlimmste ist, ihr verletzt euch wahrscheinlich noch dabei. Also in dem Sinne, ja, die Schuhe sind für... Abonniert unseren Kanal, Daumen nach oben. Und ja,